Oh, Backe, dieser Mysterienforst, der hat's echt in sich. Denn die ersten drei Level, die wir schon gespielt haben in der letzten Folge, die waren schon schwer. Und kompliziert. Hoffentlich sind wir heute schlauer aufgewacht und können das hier besser abschließen. Was zur Hölle? Der despawnt da einfach. Okay, aber wir können ihn andersrum machen. Ah, aha. Ist aber echt unschön gelöst, wie es einfach pluff weg ist. Hä? Was mache ich mit dem Schlüssel? Weg mit dem. Okay, toll. Der Schlüssel macht hier also noch gar keinen Sinn. Okay, schön. Geschenk haben wir schon mal. Oh Gott. Die Vögel haben sich weiterentwickelt zu Fledermäusen. Das ist absolut gar nicht gut. Psst. Aber ist okay, wir kriegen das hin. Okay, wait. Den Schalter aktivieren ist schon mal keine so schlechte Idee, vermutlich. Jetzt können wir auch das hier machen. Rüber damit. Mitnehmen. Warten. Da kann man übrigens nicht runterfallen. Obwohl es schon so ein bisschen so aussieht, als würde man da runterfallen können. So, perfekt. Das war's schon. Oh. Ja, doch. Wir werden besser. Aber bin das nur ich oder sehen diese Blöcke auch aus? Sehen die aus diesem 3D-World-Theme aus Mario Maker 2? Irgendwie schon, oder? Schon so ein bisschen. Müsst ihr zugeben. So, Dankeschön. Nehmen wir mit. Ja! Und schnell hoch. One-Up! One-Up! Ich brauche es ganz dringend. Ich bin so schlecht im Spiel. Naja, es geht so. Könnte man sagen. Würde ich sagen. Aber könnte man auch sagen. Da oben. Rechts, okay. Okay. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst vor der Fledermaus, die jetzt aus dem Nest spawnt. Schnell rüber! Nehmen! Oh Gott. Okay, vor den Fledermäusen habe ich ein bisschen Angst, aber hey, solange sie keine Eier ausbrüten in der Luft, bin ich damit noch einverstanden. Die Mario sieht so ein bisschen aus wie so Lego-Figur mit den Händen. Warum sieht Lego Mario nicht so aus? Unfassbar. Unfassbar. Genauso wie das vorletzte normale Level hier. Das genauso aussieht wie das andere. Was zur Hölle? Das ist ein bisschen anders. Okay, wait. Wir müssen das hier auf jeden Fall aktivieren. Damit man hier mitfahren kann. Ja, huhuhu. Okay, das funktioniert nicht. Das ist also doch falsch. Was? Okay, warte. Aktivier mal. Ich kann hier rüber. Und das ist auf. Okay, ich kann hier rüber. Warte, nein, 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 nein. Warte, neu starten. Ich habe eine andere Idee. Weil da ist noch ein Geschenk, ein rotes. Und das bekomme ich, glaube ich, nur, wenn ich von hier aus ganz schnell rüber gehe. So. Okay. Schalter mal umstellen. Mhm. Jetzt die Frage. Ich muss den gelben Schalter aktivieren. Oh Gott. Okay, okay. Wait. Kriegen wir hin. Ich muss noch ein bisschen nachdenken. Oh. Brauch nicht nachdenken. Einfach nur weiterschauen. Well. Warte, das war's schon? Das war's, Level? Ehrlich jetzt? Entweder ich übersehe gerade was oder ist es jetzt wirklich einfach vorbei. Oh. Oh. Ja, das ist kein Problem. Wieso schmeißt Mario den Schlüssel weg? Das war ich nicht. Das war jetzt Mario selber. Oh nein. Ich kann den Schlüssel da nicht nach oben bekommen. Ich könnte höchstens versuchen, den hier zu machen. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob der überhaupt mitfahren kann. Ich glaube es aber nicht. Ich krieg das Timer noch nicht hin. Einmal versuch's noch. Nee, kann nicht mitfahren. Das funktioniert nicht. Ich hätte den Schlüssel oben liegen lassen sollen. Okay, warte. Ja, jetzt versteh's. Also. Schlüssel. Warte, erstmal als allererstes natürlich. Geschenk mitnehmen. Dann Schalter aktivieren. Dann Schlüssel mitnehmen. Den Schalter aktivieren. Wegwerfen. Na, so wegwerfen, genau. Mitkommen. So, und jetzt, ganz wichtig, dort liegen lassen.
Ja, Mario ist ein bisschen verwirrt, egal. Aktivieren. Und das haben wir es jetzt. Okay. Okay. Doch, doch. Ich bin froh, wir werden besser. Das habe ich auch dringend nötig. Oh. Kleines Mäusekind, was geht denn ab? Was geht ab? Kleiner Scheigei mit dem Speer. Oh, toll. Schlechtes Timing. Jetzt muss ich warten. Aber hey, da können wir zumindest die Island-Mädchen sehen von Mario. Cool. Die wollte ich auch mal zeigen. Und rüber. Ach ja, Spiel sieht schön aus. Kann man sagen, was man will. Ich finde, das Spiel sieht sehr, sehr toll aus. Er ist tot. Das ist böse. Oh, das ist böse. Oh, das ist böse. Oh, das ist böse. Brauche ich nicht. Der versteckt meinen kleinen Mini. Das finde ich nicht okay. Nee. Warte mal, wie soll man den Mini überhaupt bekommen, ohne das Geschenk einzusammeln? Jetzt mal ohne Witz. Ich meine, ist es nicht einfacher, den Weg zu gehen, wo das Geschenk ist? Sollten die es nicht andersrum machen? Und das Geschenk muss auf dem schweren Weg sein? Ach, keine Ahnung. Ich mache mir da zu viel Gedanken, glaube ich. Ein Level noch. Dann können wir gleich den Minimarsch und den Bowser-Kampf, den Donkey-Kampf machen. Hier ist kein Bowser in dem Spiel. Ich verspreche euch, hier gibt es kein Bowser. Es geht nur um Donkey Kong. Ganz sicher, ja, ganz sicher. Yahoo! Mario ist glücklich. Oh. Rüber. Und schnell! Rüber. Ja. Die Musik ist cool. Okay, rüber. Boing. Ich hab das Trampolin nicht erwischt. Also nicht richtig erwischt. Oh. Ich muss überlegen. Blauer Schalter. Oh, das ist böse. Ah. Das ist echt knapp alles. Aber ich hab's. Ich hab den Dünne-Dünn-Dünn. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der rüberkommt. Mario macht einen kleinen Itzi-Bitzi-Dancy-Dance. Und der Rest ist Geschichte. Ich dachte gerade ganz kurz, weil das Tor hier größtenteils rot ist, ich müsste den roten Schalter aktivieren. Du musst aber ganz schnell zurückrennen. Nein, glücklicherweise muss ich das nicht. Das Tor ist immer red! Oh mein Gott. Das war knapp. Ja komm, holen wir uns mal das One-Up, warum nicht? Kann man machen. Okay, perfekt, Kumpel. Bleib bitte dort stehen. Latsch nicht weg. Danke. Bumm. Alright. Kamera. Puh. Was geht denn da für ein War-Up? Richtiger Krieg hier oben. Okay. Wir haben schon mal alles. Ich denke mal, blauen Schalter aktivieren. Ich meine, wozu sonst sollte man hier hochkommen? Und dann kann ich bestimmt einen Bob-Omb mitnehmen. Nach oben werfen. Dann gleich selber nach oben springen, aber nicht mit dem Sprung, sondern mit dem Sprung. Hier das gleiche. Andersrum. Und dann haben wir's. Yippie! Okay. Ja. Doch, jetzt habe ich meinen Skill bewiesen. Mein schnelles Gedenkvermögen. Oder wie auch immer man das nennt. Jedenfalls. Jimsbart. I'm very smart. Warte mal, was? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, warum ist da kein Stern? Weil da das One-Up-Minigame kommt. Ich hab das komplett vergessen. Okay. Aber nächstes Mal machen wir auch noch. Machen es in jeder Welt. Wir wollen es ja versuchen, ne? Leider kriegt man nur einen Versuch immer. Aber macht nichts. Okay. One-Up. One-Up, rüber. Oh, das ist cool. Ich kann die aber unter mir nicht kaputt machen. Oh nein. Hab ich es versaut? Oder kommt da ein neuer? Okay, da kommt ein neuer. Aber ich habe nur noch 8 Sekunden. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir schaffen es nicht mehr.
I'm sorry, Leute. Ich glaube, das hätte man auswendig lernen müssen. Oder also direkt auswendig, ohne es zu kennen, schaffen müssen. Direkt first try. Naja, vielleicht könnt ihr es ja jetzt besser. Wo ihr euch das Level schon mal anschauen konntet bei mir. So, Little Toadies. Hey, und Little Guys? What's up, Guys? Pass bitte auf. Die sind sehr explosiv, da wollt ihr nicht dran. Vertraut mir. Okay. Renn schnell. Okay, sehr gut. Noch nicht hochkommen. Ich muss erstmal die Gefahr entfernen. Ah! kommt hoch. Einer ist noch nicht oben. Hey, Mario! Komm her, Mario! Hier, nach oben! Mario! Oh Gott! Immer diese Little Guys? Okay, das kann ich nicht machen. Ich brauche einen Bob-Omb, ernsthaft? Okay, warte, das kriegen wir hin. Hier ist einer, ne? Da ist einer, ja. Okay, die Little Guys, die bleiben dort. Die sind ganz brav. So wie ich sie erzogen habe. Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, weil ich will was ausprobieren. Hoch mit dem. Kommt her, Little Guys. Kommt her. Little Guys. Perfekt. Komm mit. Okay. Wir wollen hier runter. Ja. Ich denke mal, den Schalter sollen wir auch aktivieren. Ja, schon mal gar nicht mehr so schlecht. Oh, ich komme jetzt gar nicht mehr weg hier. Okay. Komm mit, Little Guys. Aber passt auf, dass ein... Ja, da ist er. Schmeiß ihn weg. Kommt her. Hoch hier. Kommt hoch. Okay, wir haben's. Das war einfacher als aus der letzten Welt. Generell fand ich die letzte Welt, diese Eiswelt, richtig schwierig, ne? Perfekt. Got you. Yippie. Junge, Donkey Kong kann sich warm anziehen. Denn jetzt gibt's ein Regenwetter im Wald. Oh, Mario ist der Regen. Er hat den Drip. Okay, das war random. Aber warum ist es auf einmal Nacht? Ich meine, sieht schön aus. Warum das Licht, aber warum? Okay, wir sollen wahrscheinlich die... Ja, okay. Ist das so reingezoomt oder bin das nur ich? Ich finde, das ist irgendwie voll reingezoomt. Also, ist nicht schlecht, aber... Ich merke das halt nur. Hä? Wo soll er mich erwischt haben? Nein. Wir machen das schon direkt perfekt. Wie soll er mich erwischt haben dort? Der hat mich überhaupt nicht erwischt. Hä? Okay. Boing! Ein Treffer. Der erste Treffer ist easy. Der zweite ist kniffliger, weil er einmal die Richtung dreht. Da, das verstehe ich nicht. Was trifft mich dort? Ich lande doch auf ihn drauf. Oder muss ich warten, bis der ganz unten gelandet ist? Nee, das macht keinen Sinn. Weil hier konnte ich ihn doch auch schon auffangen, sobald der hier war. Seht ihr? Das macht gar keinen Sinn. Vielleicht muss ich das gleich mit dem machen, aber dem traue ich mich nicht. Oder lass mich erstmal warten, bis er unten ist. Jetzt ist er unten. Also, es klappt zumindest. Ist aber nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Oh, der lohnt sich nicht. Knappes Ding. Hey! Schaut mal, der Bob und sich weg! Oh Gott. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht aus Versehen auf den oder neben dem Bob ums landet. Man muss richtig aufpassen. Nein! Oh, ich habe keinen Schaden genommen dadurch. Mein Bob ist nur weg. Let's go! Ja, hau du nur ab. In die achte und damit vermutlich auch letzte Welt. Also im Mario-Spielen ist es normal, dass man so 8 Welten hat. Oder Level, wie es ja heißt, keine Ahnung. Oh yeah! Ich glaube aber, dass es eventuell die letzte ist. Zumindest vom Main Game. Wo landen wir überhaupt? Lass uns mal schauen, wo wir landen. In der Finsterstadt. Von New Donk City auf nach Finsterstadt. Das ist so Bikini Bottom und da gibt's Rock Bottom. So stelle ich mir das vor. Aber es sieht voll cool aus, die Stadt. Die hat was. Erinnert mich so ein bisschen an die Earthbound Stage aus Brawl, war das, glaube ich. Boah, ein schwarzer Shy Guy direkt. Der sieht cool aus. Ich mag das generell, dass die verschiedenen Arten, die verschiedenen Farben von Shy Guys anders agieren. Ich finde, das hat was. Gut.
Wie du willst, Donkey Kong. Mit der nächsten Shot machst du also auch Terror. Oh! Was? Ich hab doch gar keinen Schalter aktiviert. Aha. Okay, die gehen immer nach Reihenfolge. Das kann man sich also gut merken. Und auch gut abtimen. Aufpassen. Jetzt schnell, 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 schnell ducken. Okay, runter. Ist ihm frei. Hier ist frei, hier ist frei. Perfekt. Hier kann ich rüber. Aufpassen, aufpassen. Okay. Hab den Schlüssel. Jetzt umdrehen. Und jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Und los. Oh, ich muss da runter. Okay, schnell, 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 wenn die Laser gerade weg sind. Okay. Okay. Yes. Das ist ein cooles Konzept. Muss man auch erstmal verstehen, aber... Das ist chillig. Ich sehe gerade zum allerersten Mal, dass Mario die ganze Zeit durch das Schlüsselloch durchgeht. Der macht die Tür nicht mal auf. Wow. Okay, hier ist also Montys. Also diese Monty-Schraubschlüsselwerfer, wie auch immer die heißen. Das sind die Dinger. Das sind die Typen. Die Typen sind das. Ja, welchen Knopf wollen wir denn? Ich schätze den roten. Hi. Nein, warum kann ich das? Warum habe ich es überhaupt ausprobiert? Aber warum kann ich es überhaupt? Oh, man. Na komm, werft doch, traut euch doch. Ja, traut euch ruhig. Traut euch, kommt zu mir. Das ist aber keine Drohung, das ist eine Einladung. Oh. Mario, ganz pretty daisy. Yahoo, yahoo. Oh. Mama mia. Oh. Umdrehen. Damit ich da auch hoch kann. Warte. Genau. Direkt hochdrücken. Direkt nach oben drücken. Schön. Wir haben das One-Up. Ich mag die Geräusche. Ja, das ist schon mal ganz gut, glaube ich. Wir haben das Geschenk. Ah, war irgendwie klar, dass es nicht so einfach sein würde. Und das andersrum sogar noch. Nicht, dass es einen Unterschied macht, aber... Was? Warte, ich komme da gar nicht mehr hin. Hä? Hä? Nee, jetzt mal ohne Witz. Ich kann... Hä? Wie soll ich da hinkommen? Irgendwas übersehe ich gerade. Ich kann doch keinen von den Shy Guys hier mitnehmen. Muss ich es so rum machen? Tatsache, ich muss es so rum machen. Weil seht ihr? Da kann ich ducken. Auf der linken Seite ist da kein Platz mehr. Die Perspektive habe ich ein bisschen getäuscht. Aber ich lasse mich hier nicht veräppeln. Dazu bin ich zu smart. Jetzt wird das geklippt und dann benutzt, wenn ich ganz schlecht bin. Irgendwann später in den Bonusverhältnissen oder so. Oh man. Okay, aber das erste Level in der Welt muss man immer machen, ja. Hab ich ganz vergessen. Milton-Heini, er ist zurück! Aber leider immer noch gefangen ist in der Mülltonne. Oder er will extra in der Mülltonne bleiben. Vielleicht versteckt er sich ja. Vielleicht hat er Angst vor Mario. Vielleicht hat er nicht geduscht. Und dann riecht man den Unterschied nicht. Weil er in der Mülltonne sitzt. Wer weiß. Ich kenne die Lore von diesem Spiel noch nicht. Noch nicht. Okay. Dreh mal um. Dreh mal nochmal um. Yippie! Warte, das ist dumm. Hier ist nichts. Da komme ich auch nicht rüber. Das lohnt sich nicht. Aber umdrehen ist trotzdem nicht so schlecht, weil jetzt kann ich zumindest dort dran. Sind sie dorthin gelangen? Okay, das Geschenk ist einfach geschenkt. Ein geschenktes Geschenk, ja. Mit Mario spielen mal was Originelles. Ja. Ich brauch den Schalter nicht mal betätigen. Oder? Doch. Okay, doch. Das macht es einfacher, glaube ich, wenn ich den Schalter hier aktiviere. Also machen wir es einfach mal. Nein, ich hab... Oh, ich war in Gedanken. I'm sorry. Schaffe ich es jetzt überhaupt noch? Doch. Zack, zack, zack. Zack, zack. Doch. Und zack. Okay.
nochmal ausgemessert. Was? Ausgebessert. Keine Ahnung, was ich da sagen wollte. Oh. Wie süß. Okay. Ignorieren wir den erstmal. Aufpassen. Da oben ist ein Laser. Nicht das. Oh Gott. Das soll meine Beine werden schon hier gebrutzelt. Hä? Hä? Da kommst du gar nicht von unten durch. Glaube ich. Hä? Sah zumindest so aus, als würde das nicht funktionieren. Okay, loslassen. Oh, ich hab's voll vergessen. Ich muss diesen Move machen, sonst kommen wir da nicht durch. Shy Guy! Hey, mein allerliebster, bester Freund. Bam. Da unten lebst du dich besser. Da unten lebst du wohler. Komm, schmeiß mal. Schmeiß mal dein Ding. Dann schmeiß halt nicht, mir doch egal. Dann wird dein Freund auf... Aua. Dann wird dein Freund dafür leiden. Oh! Zu knapp. Ah, schaut mal. Habt ihr es gesehen? Ah, okay. Es ist aber doch viel, viel simpler und einfacher als erwartet. Ja. Nehme ich mit. Nehme ich an. Dam, badadam. Oh Gott, okay, warte. Hier warte ich lieber. Oh, warte mal. Das ist gar nicht mal so einfach. Also, ich muss hier wieder den Handstand machen. Okay, komm her. Handstand. Boah, auf meinem Kopf ist das eigentlich geprallt, aber es geht ja nur darum, dass man generell diesen Move macht. Es geht nicht darum, dass du den perfekt hittest. Aber Leute, ihr sollt perfekt den Like-Button hitten und na, vielleicht auch ein paar andere Buttons, die ihr da seht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann die Finsterstadt abschließen und herausfinden, ob es noch mehr zu dem Spiel gibt. Oder ob das der letzte Donkey Kong Kampf ist. Ich sehe schon, da hat er einen Bob in seiner Hand. Bin gespannt.